Guten Tag, Herr Minister. Herzlich willkommen. Altes Hund. Präsident Mattes. Ja, sehr geehrte Herren Minister Scheuer und Althusmann, liebe Kunden und liebe Freunde unseres Unternehmens, ich darf Sie ganz herzlich hier heute bei Kirchhoff Automotive begrüßen. Kirchhoff Automotive ist Hersteller von Blechstrukturteilen für Karosserie und Fahrwerk, eben auch für den LKW, deswegen sind wir hier auf der Nutzfahrzeugmesse. Und wir beschäftigen uns aber nicht nur mit einfachen Blechteilen, sondern natürlich auch mit den Herausforderungen, die die Veränderung in der Mobilität mit sich bringen wird, also insbesondere auch die Elektromobilität. Und so waren wir schon vor 8 Jahren einer der 17 Gesellschafter, die den Street Scooter, der ja heute nun mal sehr bekannt ist, mit entwickelt haben. Da haben wir die Fahrzeugstruktur gemacht und wir haben uns in den vergangenen 2 Jahren mit Hochvolt-Batterieträgern auseinandergesetzt. Dieses Hybridbauteil besteht aus verschiedenen Materialien, aus Aluminium, aus Stahl, womöglich auch für das Kühlsystem, aus Kunststoffverrippungen. Und auf diesem Produkt, das ist eine Eigenentwicklung von uns, haben wir ca. 12 Patente angemeldet. Das geht damit los, wie die Kühlsysteme angeordnet sind, entweder in dieser Form oder auch in dieser Form, können sie auch im Boden integriert werden, oder wie beispielsweise die Verrippung dieses Unterfahrschutzes ausgeführt ist, oder wie beispielsweise hier Toleranzausgleichssysteme geschaffen worden sind, weil ja so viele Bauteile ineinander gehen und man einen dementsprechenden Toleranzausgleich schaffen muss. Also wir machen viel dafür, sind vorbereitet. Und die Frage ist natürlich, wann kommt es, wie schnell geht es, aber da sind Sie ja auch alle mit vom Fach, wenn ich das so sagen darf. Eine Sache darf ich noch erwähnen, gehört ebenfalls zu unserer Unternehmensgruppe. Wir haben auf der IFAT, die war im Mai diesen Jahres in München, bei Ihnen in der Landeshauptstadt, haben wir 3 unterschiedliche elektrifizierte Müllfahrzeuge vorgestellt. Sie haben es beide in Ihren Reden erwähnt, Präsident Mattes und auch Sie, Herr Bundesminister, dass natürlich die nicht nur Schadstoffemissionen, sondern auch die Geräuschemissionen in unseren Innenstädten ein Thema ist. Und das lösen Sie beispielsweise mit dem vollelektrischen Einsammeln von Müll ganz automatisch. So, wir haben hier einmal mit unserem Partner und Kunden Mercedes etwas entwickelt auf Basis Brennstoffzelle. Das ist noch ein Projekt, das ist noch nicht ganz fertig. Dort unten die beiden Fahrzeuge, die können sich schon im Straßenverkehr sehen. Einmal aufgebaut mit Volvo Trucks aus Schweden und das andere Mal mit Renault, die sind ja miteinander verbunden. Diese Fahrzeuge befinden sich bereits im Sammelbetrieb. War ich unlängst auf dem Summit von Volvo. Ja, ja. Und habe mir dieses Fahrzeug angeschaut. Ja, sehr schön. Das Konzept, wie das Fahrgestell ausgeführt werden soll, haben in diesem Fall wir entwickelt. Ja. Also und volle Auftragsbücher, oder? Ja, am liebsten ja, natürlich. Aber haben wir natürlich. Aber nach oben, Herr Minister, nach oben ist immer Platz. Gut. Ja, genau. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin und viele neue gute Ideen. Ganz herzlichen Dank. Ja? Herzlichen Dank für Ihren Besuch. Ja? Wir sehen uns später, ja. Herr Althusmann, tschüss, ja.